Dass eine Essiggurke nicht nur lecker schmeckt, sondern auch leuchten kann, zeigt das anschließende Experiment. Um jedoch den Versuch zu verstehen, sollen ein paar grundlegende Erklärungen vorausgehen. Essiggurken enthalten Natriumchlorid, besser bekannt als Kochsalz. Dieses liegt in der Essiggurke in gelöster Form als Ionen vor, sodass die Ionen als Ladungsträger fungieren können und bei angeschlossener Spannung ein Strom durch die Gurke fließen kann. Es kommt also zur Ionenleitung. Mit zunehmender Dauer verdampft das in der Gurke befindliche Wasser und es kommt zu Funkenüberschlägen zwischen den beiden angeschlossenen Elektroden, sodass sich ein Lichtbogen bildet, der die Gurke zum Leuchten bringt. Im Plasma des Lichtbogens befindet sich auch das Natrium aus dem Natriumchlorid. Dieses verleiht dem Licht seine charakteristische gelbliche Färbung. Dann nehmen wir hier unser Essiggurkel und stechen das Essiggurkel einmal links und einmal rechts an und machen es jetzt dann im Hörsaal ganz finster. Passt. Und jetzt wollen wir das leuchtende Essiggurkel zeigen. Leuchtet wunderschön mit Natriumlicht, ja? Wie eine Natriumlampe halt brennt. Ihr seht, Everyday Physics ist das, ne? Wie lange leuchtet das Essiggurkel?